So. Entschuldigung, das war ein Rüpser. Das wollte ich ja gar nicht machen. Aber willkommen zurück beim Formel 1. Beim Breaking Point. Und wir starten gleich in den nächsten Kapitel. Kapitel 13. Nach einem weiteren erfolgreichen Rennwochenende finden das jährliche Team-Dinner von Alpha Tauri statt. Erstmal will ich euch allen zu der großartigen Leistung bisher gratulieren. Es gibt noch eine Menge zu tun, aber ihr habt euch einen Applaus verdient. Ihr wart fantastisch. Und ihr habt es sicher schon alle gehört, das hier ist Kaspers letzte Saison als Formel-1-Rennfahrer. Also, wenn ihr könnt, dann versucht bitte alles, um ihn davon abzubringen. War nur ein Spaß. Kasper, du wirst uns fehlen. Also gut, ich höre jetzt auf. Vorerst. Genießt den Abend und dann holen wir uns den vierten! Also, ich weiß, wie es hier läuft. Ich bin lange genug dabei. Und ich finde, du hast eine Zukunft hier. Ich habe schon viele Fahrer kommen und gehen sehen. Du bist was Besonderes. Du hast alles, was man braucht. Ganz ehrlich. Kaspar! Hi. Wo ist Zoe? Oh, sie ist hier irgendwo. Sie liebt sowas. Ah, und du nicht? Können wir uns setzen? Na klar doch. Setz dich, Aiden. Los. Warum hat das mit euch beiden nicht funktioniert? Brian, ich würde das jetzt lieber nicht. Mir ist egal, was du lieber würdest, Aiden. Kasper verlässt uns und ich weiß, dass deine Agentin sich umhört. Das ist vielleicht das letzte Mal, dass wir drei in Ruhe reden können. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns nach Abu Dhabi nie wieder. Also komm schon. Was ist los? Bitte. Ich will nur einen ruhigen Abend haben. Er bekommt mehr Geld als ich. Was? Ah, das erklärt den frostigen Empfang. Alle haben angefangen, über mein Alter zu reden. Und ich wollte mich beweisen. Beweisen, dass ich besser bin als der nächste Hit des Monats. Es war nicht deinetwegen, Aiden. Ich weiß auch nicht. Und was ist mit dir? Er wollte mich nicht im Team. Ich wollte... Du wolltest lieber Ricardo. Und du dachtest, ich bin nicht mehr gut genug. Was? Das stimmt gar nicht. Du fährst eine großartige Saison. Kannst du diese Zahl bestätigen? Ja, stimmt. Das war also die Vertragssumme, ja? Ja. Kann ich es ihm zeigen? Ihr seid mir schon wirklich ein paar Pfeifen, wisst ihr das? Du hättest es wissen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Nein, aber er schon. Es wäre ja fast witzig, wenn es nicht so tragisch wäre. Wie viele Punkte uns das wohl gekostet hat. Naja, ich empfehle mich. Ihr könnt euch später bei mir entschuldigen. Was meint er? Idiot. Warum? Fahrergetratsche. Also ist nichts davon wahr? Die Fahrer tratschen viel. Und es gibt da einen, der sich besonders hervortut. Wer? Der mir in der Saisonvorbereitung gesagt hat, dass du den besseren Vertrag hast. Derjenige, der gesagt hat, dass du meintest, ich wäre alt. Und der hat dir wohl auch erzählt, dass ich dich nicht im Team haben wollte. Butler. Ich hab's geglaubt. Wie konnte ich nur so dumm sein? Nein, du bist nicht dumm, Kasper.
Ich hatte ihm das gar nicht zugetraut. Was hat er davon? Er hat mächtig Schaden angerichtet. Der Crash letztes Jahr, der Streit in Kanada. Und all das hat es ihm nur noch viel leichter gemacht. Was können wir tun? Ihn schlagen. Was haben wir gedacht? Beziehungsweise ich wusste schon ja, weil ich das Spiel ja schon gespielt habe. Und er ist auch schon ein paar Jährchen da. Kapitel 14. Alpha Taurin hat die Chance auf den vierten Platz in der Konzessionsmeisterschaft. Die Fahrer haben die Streitigkeiten hinter sich gelassen und sind entschlossen, der Welt der Motorsport zu zeigen, was sie wirklich können. Wie ist es heute für dich da draußen? Hart. Die Reifen werden in den S-Kurven etwas zu heiß. Ja, kommt vor. Hast du einen Moment, Aiden? Klar. Wir sollen den vierten holen. Können wir Haas noch einholen? Vielleicht. Butler fährt eine gute Saison. Sagt, er hat ein Angebot von Red Bull. Ich weiß. Er hat einfach mehr Erfahrung. Ich glaube, er kriegt die Stelle. Du hast gesagt, es war schon immer dein Traum, für sie zu fahren. Stimmt das? Ja. Das stimmt. Okay, ich werde dir Platz verschaffen. Tut mir leid, wie es bisher lief. Mir tut's auch leid. Ich will, dass wir den vierten holen. Ich will, dass wir Butler besiegen. Und dass du diese Stelle kriegst. Danke, Kasper. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber... Danke. Wir arbeiten zusammen und helfen uns, so gut es geht. Na dann los. Bei mir... haben wir den Sturz angepasst. So kann man die Reifentemperatur besser kontrollieren. Okay. Ich werde meine Setup-Daten an dich weitergeben. Probier es doch mal aus. Danke, Kasper. Frieden? Frieden. So, haben sie jetzt Kriegsball abgelegt. Jetzt sind wir in Japan. Und ein Anruf. Aiden. Kasper, hey. Hast du kurz Zeit? Klar. Den Sturz neu einzustellen hat echt geholfen. Ich wollte mich dafür nur kurz bedanken. Gern geschehen. Mit den Reifen ist es also besser geworden? Viel besser. Danke. Naja, jede Millisekunde zählt eben. Brian sagt, wir können Haas einholen. Brian sagt viel, wenn der Tag lang ist. Konzentrieren wir uns aufs Rennen. Okay, Kasper. Wir sehen uns an der Strecke. So. Ab direkt zum Strecke, Kapitel 14. Mit noch mehrere Runden zu fahren, visiert Ackermann die beiden Fahrer vom Haas an und versucht den Meisterschaftsrivalen seinem Team ein paar wichtige Punkte streitig zu machen. Während des Rennens vom Grand Prix von Japan. Die Rundenzeiten von Butler und Magnussen werden langsamer. Ich kann sie immer noch einholen. Okay, wir haben die frischeren Reifen. Greif an, setz sie unter Druck. So. Dann starten wir den Druckspielchen. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Wow, 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 wow.
Ach. Die Rennleitung fand deine kreative Interpretation, was die Streckenbegrenzung angeht, nicht so toll. Du hast gerade 3 Sekunden Strafzeit erhalten. War auch keine Absicht gewesen, Kumpel. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Also, Ricardo ist vor mir. An die Stelle. Aiden kommt in die Boxengasse. Yeah. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,1 Sekunden. Okay, Abstand zum Teamkollegen 23,8 Sekunden. Schumacher ist nah. Mach Druck! Butler müsste bald in Sicht sein. Keine unnötigen Risiken, Kasper. Keine Sorge, ich versuch's mindestens. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So. Also Jackson, mach mal einen Platz da für mich.
Also die Stück hat mir schon früher schon gefallen, aber jetzt mittlerweile eher weniger geworden. Verdammt. So, Jackson, mach mal ein bisschen Platz. Okay, Butler ist direkt vor mir jetzt. Hab noch jetzt drei Runden. Jetzt in den Top 10. Weiter so. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Bestleistung, persönliche. Oh, Violett in Sektor 1, das ist sehr gut. Der Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,0 Sekunden. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
Oh. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,1 Sekunden. Ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit verloren. Das bringt eh nichts, wenn ich jetzt ihn überhole, weil ich habe eben noch eine Zeitstrafe von 3 Sekunden. Wir sind jetzt auf P6. So, erster Platz. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Großartige Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. AlphaTauri setzt Haas weiter unter Druck. Die Lücke ist zwar noch ein bisschen zu groß, aber für AlphaTauri hat das Spiel definitiv begonnen. Ja, Heiko, noch vor ein paar Monaten hätte ich AlphaTauri nicht zugetraut, dass sie mit Haas konkurrieren können. Jackson und Ackermann waren heute beide in absoluter Topform. Das stimmt. Und keine Anzeichen für Auseinandersetzungen zwischen den beiden auf oder abseits der Strecke. Glaubst du, sie haben ihre Streitigkeiten beigelegt? Ich weiß das. Die haben beide abgelegt. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Das war ein starkes Ergebnis von Ihnen heute. Sind Sie zufrieden damit? Es kommt mir so vor, als sei Konkurrenz dieses Jahr stärker als je zuvor. Ja, es kommt mir so vor, als sei die Konkurrenz dieses Jahr stärker als je zuvor. Das Team arbeitet auf Hochtouren, um da mitzuhalten. Also freuen wir uns über jeden Punkt. Wieder einmal schnellste Runde, Kasper. Wie schaffen Sie das nur? Das Teams Reifenstrategie hat perfekt gepasst. Ich bin ehrlich gesagt genauso überrascht wie alle anderen. Manchmal läuft einfach alles gut. Ich war heutzutage ein bisschen aggressiver und das zahlt sich aus. Ah, die zwei. Aber... Ja, wer hätte schon gedacht, dass ein alter Mann, der bald in Rente geht, den großen Teams die schnellste Runde wegschnappen kann. Ich bin ehrlich gesagt genauso überrascht wie alle anderen. Manchmal läuft einfach alles gut. Und genau das ist heute passiert. Die Reifen, das Auto, das Tempo, heute hat alles gestimmt. Mit diesen Punkten können Sie ein bisschen zu Haas aufschließen. Denken Sie während des Rennens viel daran? Sage sich selbst. Ich habe keine Kontrolle darüber, wie gut die anderen Fahrer sind. Also geht es bei den Rennen eigentlich nie darum, Haas oder irgendein anderes Team zu schlagen. Wir wollen natürlich so gut wie möglich abschneiden, aber ich konzentriere mich lieber aufs Fahren und überlasse die Tabellen sich selbst. Wir haben Devin Butler eine ähnliche Frage gestellt und er sagte, ich zitiere, AlphaTauri ist ein Saustall. Ich glaube nicht, dass die uns in nächster Zeit einholen können. Was sagen Sie dazu? Was Devin Butler von sich gibt, ist mir grundsätzlich egal. Vielen Dank für Ihre Zeit. So, Kapitel 15.
Die beeindruckende Erfolgsträne von Alpha Taurin, Tauri, hält weiter an und der Abstand zwischen dem 4. und 5. Platz in der Konstruktionsmeisterschaft schrumpft. Grand Prix der USA, 2 Wochen später. Die Story ist tot. Zoe? Papi! Hey, Lilly. Mami sagt, du bist in Amerika, wo die Cowboys herkommen. Stimmt, Papi ist in Amerika. Fährst du heute gegen Cowboys, Papi? Gegen ein oder zwei. Hey, wer ist dein Lieblingsrennfahrer, Lilly? Du. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb, Papi. Kann ich mal mit... Tschüss. Jo, dann... Warten wir mal. Hey, Leute. Ausverkauftes Haus. Kaspar, wir haben uns seit seiner Bekanntgabe nicht gesehen. Mann. Das war echt anständig. Es kostet Mut zuzugeben, dass man nicht mehr mithalten kann. So habe ich das nicht gemeint. Ich meinte nur, dass du mutig bist. Das ist ein Kompliment. Und dass ich nicht mithalten kann. Ach, das war nicht so gemeint. Ich habe nur andere sagen hören, dass du deine besten Zeiten hinter dir hast. Das funktioniert nicht mehr, Devin. Tut mir leid, was meinst du? Wir wissen, was du über uns gesagt hast. Oh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich dachte immer, du wärst nur eine Tratsche, Devin. Aber du bist ein Lügner. Ach, komm schon. Ihr beide. Ihr wart doch immer so schön unterhaltsam. Habt euch gestritten und euch aus dem Rennen geworfen. Das war genial. Das war echt die allerfeinste Unterhaltung. Und jetzt regt ihr euch nur darüber auf, wer was gesagt hat. Das ist echt kleinkariert. Ernsthaft, was seid ihr nur für Vorbilder? Ich werde nicht mit dir diskutieren. Da verliere ich. Ja, gewinnen ist nicht so ganz deine Sache, das stimmt. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist meine Zeit vorbei. Aber seine nicht. Und er ist der bessere Fahrer. Der Anfänger. Ach, ich bitte dich. Die Stelle bei Red Bull gehört mir. Das ist so gut wie offiziell. Ja. Da gibt es nur ein Problem, Devin. Hä? Das wäre? Ich glaub dir kein einziges Wort mehr. Sag's ihm. Hey! Keine Ahnung, wer die Stelle kriegt. Da bist du baff, hä? So, Kapitel 15. Nachdem Butler-Psychospielchen wirkungslos geworden sind, macht Ackermann sich bereit, es auf der Strecke direkt mit dem Mann aufzunehmen, der den Streit zwischen den beiden Teamkollegen bei Alpha Tauri verursacht hat. Okay, 7 Runden. Kasper, sieht gut aus. Mach weiter so. Ist Butler vor mir? Butler? Ja, du näherst dich ihm. Kein Drama, bitte. Verstanden. Drama? Sowas kenne ich nicht. Momentan auf P7. Okay, P7. Latifi, mach mal Platz da bitte. Alter. Hast du da eine Hacke voll, Stroll?
Es sind ein paar einige rausgeflogen. Es gibt nur 17 Fahrer jetzt. Schätze ich jetzt, dass es ein paar einige rausgeflogen sind, ausgeschieden sind. Sektor 3 war eine gute Runde. Devon ist momentan auf P7. Da. Ich bin 10. Okay, jetzt ist wieder 8 gelandet. Aiden kommt an die Box. Aiden an der Box. Devon ist auf P8. Wie viele Nachzüge gibt es hier noch, ey? War jetzt der zweite. Wo ist der Fahrer Nummer 8? Ah, verdammt. Ich komme da jetzt nicht voran. Es sind noch 4 Runden. Okay, jetzt sehe ich. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,8 Sekunden. Jetzt sehe ich hier vorne mir Jackson. Momentan auf P7.
Devon ist jetzt auf P6, sechster Platz. Du näherst dich Devon, Kasper. Mach Druck! Ja, erstmal muss ich Jackson überholen und dann bin ich beim Butler. Devon ist direkt vor dir. Oder ist schon. Ah, Jackson hat ihn überholt. Das ist sehr gut. Sehr gut. So, ihn überholt. Passt. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, Leclerc hat ihn überholt. Gut. Raikkonen, ein Nachzügler. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das letzte Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,7 Sekunden. So, schau ich mal das Kennen aus. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Hier kündigt sich ein dramatisches Ende für diese Saison an. Der Kampf um die Spitze geht weiter, aber im Mittelfeld kommt AlphaTauri ein gutes Stück näher an Haas voran. Beide Teams hatten eine erstaunliche Saison. Und es gibt auch Gerüchte, dass Butler und Jackson eine Chance auf die freie Stelle bei Red Bull haben. Bin gespannt, wie das ausgeht. Man wünscht sich ja fast, dass diese Saison niemals endet, aber das muss sie leider. Ab jetzt kommt es auf jede Runde und jede Sekunde an. Was für eine packende Saison. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sie haben sich heute schon wieder gegen Haas durchgesetzt, Kasper. Und es wird spekuliert, ob Sie es schaffen, ihn den vierten Platz streitig zu machen. Was sagen Sie dazu? Wir haben es schon länger auf den vierten Platz abgesehen. Wir wissen, was wir können und wir können es schaffen. Das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben es schon länger auf den vierten Platz abgesehen, auch als andere uns schon abgeschrieben hatten. Für uns kommt es bei jedem Rennen auf jede Sekunde an. Und unsere harte Arbeit macht sich in der Tabelle bemerkbar. Wir wissen, was wir können. Und wir können es schaffen. Ihr Ruhestand rückt natürlich immer näher. Denken Sie oft daran? Ja, natürlich. Dank meinem Rücktritt kann ich die Rennen mehr genießen. Ich habe einen Job zu erledigen und muss bei der Sache bleiben. Abseits der Strecke ist es was anderes. Davon lasse ich mich nicht beeinflussen. Ich habe einen Job zu erledigen und muss bei der Sache bleiben. Jede Sekunde zählt. Und wenn ich auch nur für einen Augenblick mit den Gedanken woanders bin, kann das den Unterschied zwischen Platz 4 und 5 in der Konstrukteursmeisterschaft machen. Abseits der Strecke ist es was anderes, aber ich versuche, mich nicht ablenken zu lassen. Freuen Sie sich schon auf Ihren Ruhestand? Wie werden Sie Ihre Zeit verbringen? Ich freue mich vor allem darauf, meine Zeit mit meiner Familie zu bringen. Ich habe mir immer noch einen Job zu erledigen, fragen Sie mich nach der Saison nochmal, das würde ich erst sagen. Ich habe noch nicht so viel darüber nachgedacht. Es gibt ein paar persönliche Projekte, für die ich mir schon immer mal Zeit nehme. Nicht voreilig werden, bitte. Ich bin immer noch ein Formel-1-Rennfahrer und ich habe immer noch vor, die verbleibenden Rennen zu fahren. Fragen Sie mich nach der Saison nochmal. Danke für den Kommentar. Kapitel 15. Ackermann schafft es Butler beim Grand Prix der USA zu übertreffen und dringend benötigte Meisterschaftspunkte für AlphaTauri zu holen, die damit Haas auf der Ferse bleibt. Jo. Würde ich so sagen, jetzt wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ist dann Kapitel 16 und ist auch der letzte Kapitel. Und wir sehen uns. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Lasst einen Daumen nach oben. Könnt ihr ruhig kommentieren. Wenn ihr Bock habt, natürlich. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.